Na gut, dann schießen wir mal dagegen. Das hat nicht geklappt. Ja, dann werfen wir mal dagegen. Das hat geklappt. Und dich werfen wir da auch rein. Und jetzt gehen wir da selber rein. Gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind bei noch einem Schlüssel. Beim Aas-Schlüssel. Gerechtigkeit haben wir ja auch. Das lassen wir mal drauf liegen. Ich weiß zwar nicht, wofür die Druckplatte ist, aber Schaden. Ja. Schaden kann es nicht, wollte ich sagen. Und hey, wir sind jetzt bei den ganzen Fallgruben und haben die Karte. Das ist doch mal schick. Und der Kompass scheint auch zu funktionieren. Also richtig zu funktionieren. Das nenne ich doch mal Service. Dann können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Und wir wollten hier noch eine Rüstung mitnehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Valiants Würfel kurz aufladen. Da bist du. Usch. Wo sind unsere grünen Klingen? Da sind unsere grünen Klingen. Zack. Ich sagte zack. Komm schon. Zack, zack. Bakata ist echt irgendwie am Einpennen in den letzten Folgen. Will sich nicht heilen lassen, trifft nicht im Nahkampf mit seinen grünen Klingen. Wird von Dorn nicht anerkannt. Tja, ja. So, da ist der Brustpanzer. Die nehmen wir mal mit und dafür lassen wir die Armschoner da. So, oh, da ist noch eine Wand. Ganz vorsichtig nach Süden gehen. Und dahinter ist gar nichts. Okay. Und wenn da Dreher sind, solltest du dich nicht schnell vorwärts bewegen. Na gut, zurück ins Gefängnis. Das Gefängnis war hier rechts rum irgendwo. Ja, schaut gut aus. So, jetzt müssen wir nochmal durch den ersten Stock. Gibt es hier irgendwas Neues? Die beiden Gitter konnten wir nicht aufkriegen. Sonst haben wir da noch ein Schloss, das ich gerne öffnen würde. Und da wir jetzt jede Menge Schlüsse haben, probier es einfach mal aus, wo wir schon mal hier auf der Ebene sind. Da war diese Falle, richtig? Ja, ich glaube schon, an die Tür müssten wir so rankommen. Die hier war einfach nur kaputt. Und hey, wir können die Äxte auch mit dem Smaragdkling ganz gut treffen. Oh oh. Oh oh, oh oh. Keine Panikreaktion, bitte. Danke. Ihr kommt weg. Ihr kommt weg. Ihr kommt weg. So, na also. So, kannst gleich nochmal heilen. Die kriegen jetzt beide keine ordentliche Heilung. Das ist echt komisch. So, die müssen wir jetzt so weghauen. Oh, wo kommen die auf einmal alle her? So, haben wir es langsam? Ja, mit dem Würfel wäre der Eibelturm echt einfach gewesen. Sind hier noch welche in der Wand? Ja. So. Mann, Mann, Mann. Also, wir wollen hier geradeaus durch. Haben wir das Ding nicht schon deaktiviert? Und hier ist ein Schloss. Was haben wir dahinter? Die funktionieren alle nicht. Das ist jetzt ungewöhnlich. Das heißt, in der zweiten Etage gibt es drei Schlösser, die wir mit den Schlüsseln hier aufbekommen.
aus. Es gibt nur eine dritte Etage. Vielleicht braucht man die da. Aber na gut. Haben wir halt auf der zweiten Etage noch schön viel zu tun. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Alle weg. Goodie. Dann gehen wir jetzt nicht hier lang, weil ich will nicht schon wieder eingefangen werden, sondern wir gehen hier außenrum zum Teleporter. So. Hier lum, da lum, da lein, schlafen. Jo. Ja, doch, die Burg hat's in sich. Alles ziemlich verwinkelt, von Außerirdischen bewacht. Da hat sich Scotia echt nicht lumpen lassen. So, wir können versuchen, da wieder hochzugehen, oder wir können... Ja, was können wir eigentlich noch? Nix. Da den Teleporter, kommen wir da raus. Also ja, wir müssen wieder hier hinten hin. Das heißt, hier rum, da rum. Die Knöpfe alle so lassen, wie sie sind. Ja, der ist jetzt weg, aber wir wissen, wo wir hin müssen. Nämlich nach Süden. So, jetzt ist der Kompass auch wieder ganz kaputt, richtig? Also halbwegs. So, das müsste jetzt Westen sein. Süden ist da. Wir müssen nach Süd. Eigentlich Süden-Mitte. Hier irgendwo. Hier? Ja. Wusch. Und was für ein Begrüßungskomitee. Soll das jetzt heißen, wir müssen uns durch alle drei Beine nochmal neu durchkämpfen? Das wäre nicht so toll. So, wir sind jetzt hier unten. Da ist der Einwegweg. Haben wir unterwegs noch Schlösser? Da hatten wir ein Schloss. Das gucken wir uns gleich mal an. So. Einmal durchschlafen, bitte. Danke. So, also ein Weg folgen. Er sollte mal wieder auf... er sollte mal auf ganz normale Waffen umsteigen. Jetzt müssen wir ja nicht mehr dafür sorgen, dass er Gauner-Level bekommt. Aber wir haben keine ganz normalen Waffen mehr, fällt mir gerade mal so auf. Das ist jetzt natürlich auch doof. Na gut, dann geben wir ihm halt den Westwood-Stab. Vielleicht ist es ja doch irgendwo für da. So. Tock. Gut, dann halt auf die schnelle, harte Methode. Blitz, Blitz, Blitz. So, wir müssen den Gang weiter. Rechts rum. Und hier müsste jetzt gleich die Nische kommen. Also auf der rechten Seite die Nische, auf der linken Seite ein Schloss. Wofür auch immer das... Habe ich gerade was angegriffen? Ah, diese doofen Räder. Also ja, es ist die Festung des Bösen und ja, Scotia ist wahrscheinlich auch irgendwo hier, aber müssen trotzdem so viele Gegner hier sein? Na gut. Passt alles in die Stimmung rein. Ein leerer Dungeon wäre ganz schön albern. Aber ich würde doch gerne mal weiterkommen. Obwohl ich eigentlich nichts zu meckern habe. Wir kommen ganz schön gut voran. Na, wo bist du hin? Ich hau dich mit meinem Westwood-Stab. Zack. Oh. Hat er sich selbst K.O. gehauen? Na komm schon. Das ist ein riesen Ding. Das steht direkt vor euch. Wie könnt ihr da verfehlen? Na gut. So. Nee. Ah, gleich das nächste hinterher.
Ja, wir könnten jetzt zurücklaufen und irgendwo uns einen Raum suchen zum Pennen. Aber ich würde doch lieber hier schlafen. Um halt den Respawn zu ignorieren, wenn er denn da ist. 1000? Ja, der Westwood-Stab ist definitiv was Besonderes. LP048A. Ja, doch. Also wenn er mal trifft und den Effekt auslöst, dann können wir damit den härtesten Gegner knacken. So. Wo ist jetzt die Nische? Die Nische ist noch ein Stückchen weiter. Hier ist die Nische. Aber hier ist gar kein Schloss gewesen. Ha. Da war eine Truhe. Da war noch irgendein Knopf. Da war noch eine Nische. Müssen wir hier vielleicht irgendwo die Statuen richtig deponieren? A lock. Haben wir die schon geknackt? This is already a lock. Yep. Dich? This is already unlocked. Auch? Okay, also hier unten scheint nichts mehr zu sein. Dann halt nach oben an euch vorbei. Und wir sind doch auf der zweiten Etage, ne? Wo kommen denn die ganzen Räder hier? Hier waren doch vorher immer nur diese drei Beine. Also klar, die Viecher sind mir auf jeden Fall lieber. Weil die stunnen nicht und bringen unsere Helden nicht mit zwei Schlägen auf nur Lebenspunkte. Trotzdem ist es ein wenig irritierend. So. Da können wir jetzt mal gucken. Das ist ein sehr vielversprechendes Schloss. Hier können wir nicht durch. Vielleicht müssen wirklich alle Türen zu sein, damit das funktioniert. Und da sind auch unsere geliebten drei Beine. So, alles zu, alles zu. Oh, da kommen die nächsten. Westwood Stock. Nee. Komm schon, ich will doch nur wissen, was hinter der Tür ist. So, keiner mehr da. Ah, da hinten kommt der nächste. Autsch. Das meine ich mit zwei Schlägen unsere Helden noch unterhauen. Kein Mana für Heilung über. Ist doch da. Komm, 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 komm. Ich will nicht schon wieder irgendwelche Ressourcen verschwenden müssen. Nein! Das war jetzt doof. Nur weil ich zu geizig war. Na gut, wir wissen, wir müssen hier nichts machen. Wir können direkt nach oben durchhuschen. Trotzdem sollten wir vorher schlafen. Ja, das passiert, wenn man zu unvorsichtig wird und zu gierig. Ich meine, wir haben jetzt drei Bezelbecher, die sind alle fast voll. Egal wie stark Scotia ist, die kann keine drei Bezelbecher brauchen. Denn das Spiel ist meistens so ausgelegt, dass man auch zwischendurch ruhig Ressourcen verbrauchen darf und sogar sollte, um weiterzukommen. Aber ich knause da halt immer so sehr. Das ist auch bei Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 und ähnlichen Spielen. Da habe ich am Ende des Spiels so viele Zauberstäbe und Heiltränke und was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und während des ganzen Spiels über waren 10, wo ich sie echt gebraucht hätte. Aber ich dachte immer, nein, das brauchst du ganz am Ende. Ja. Ich werde es wohl nie lernen. Entweder das oder irgendwann kommt mal ein Spiel, wo man das genau so machen muss. Sonst versagt man.
Wäre natürlich auch schick. So, jetzt schlafen wir nochmal. Und eigentlich wäre es Zeit für einen Cut. Aber da ich gestorben bin, mache ich jetzt ein bisschen was gut machen. Zack. Indem ich mich verklicke. Nein, indem ich jetzt hier alle drei Beine umbringe und die Tür aufmache. Und erst dann gibt es einen Cut. So, dich nehmen wir auch noch mit. Und schlafen, schlafen, schlafen. Das mit den 15 Minuten wach sein, den Rest des Tages schlafen, das kommt langsam echt hin bei unseren Helden. So. Du weg. Und das sieht einigermaßen clear aus. Dann probieren wir mal die Schlüssel aus. Der erste passt gleich. Tada! Da ist ein Knopf. Ha. Und wir sind in einem neuen Bereich. Na gut. Das ist doch die perfekte Gelegenheit für einen Cut, würde ich mal sagen. Also, abspeichern. Wir sind jetzt bei 45, 46, 47, 48 B. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.